So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Heute gucken wir uns unter anderem Dice Throne Season 1 an, Reroad. Dann habe ich Dwellings of Elderwale gespielt. Das ist ja in den amerikanischen Rezensionen und Top Ten Listen am Ende des Jahres ziemlich abgegangen. Da habe ich jetzt schon zwei Partien gespielt. Wir haben außerdem noch Seven Wonders Duel mit den beiden Erweiterungen gespielt, Agora und Pantheon. Ich habe auch noch über die Entstehung der Arten mir angeschaut. Dice Throne Adventures haben wir auch noch gespielt, Box of Rock. Ja, und dann noch so ein paar alte Klassiker, sowas wie The Mind und The Game. Da gehe ich am Ende auch noch mal ganz kurz drauf an. Ja, viele, und auch noch hier eins von den Sherlock-Spielen, und zwar Der Pakt mit dem Teufel. Es gibt viel zu tun, fangen wir an. So, fangen wir mit Dice Throne an. Das ist ja gerade in der Spieleschmiede und das dürfte wahrscheinlich, wenn ihr das Video guckt, schon vollständig finanziert sein. Das ist im Prinzip auch nur eine große Vorbestellaktion, weil das Spiel ja an sich schon komplett fertig ist. Da geht es jetzt nur noch um die Übersetzung und ich denke, die Nachfrage da dürfte super, super groß sein. Gucken wir doch einfach mal rein, ne? Für alle die, die gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Jetzt mal ein ganz kurzer Kurzüberblick. Hier sieht man schon, hier sind verschiedene Trays drin und das sind immer verschiedene Charaktere. Hier haben wir zum Beispiel den Treant, der ist jetzt neu in der ersten Edition, als es da nochmal die Erstauflage von gab, oder hier zum Beispiel ein Mönch oder hier so ein Paladin, und dann haben wir hier noch so ein Shadow Thief. Und wenn wir da jetzt mal reingucken, dann bekommt im Normalfall jeder Spieler einfach eine so eine Box, das ist quasi der Charakter, und die beiden prügeln sich jetzt, und wer dann zuerst keine Lebenspunkte mehr hat, der gewinnt die Partie. Ganz klassisch. Man sieht hier schon, Materialien super hochwertig. Na, hier sieht man so die ganzen Fähigkeiten, die der Shadow Thief jetzt hat, also hier so ein Shifty Strike, ein Shadow Dance, Cardocopia, Insidious Strike, Pickpocket, Dagger Strike. Da hat halt jeder Charakter so seine komplett eigenen Fähigkeiten. Wenn wir uns da mal zum Vergleich dann vielleicht hier den Mönch angucken, ne? Auch der hat hier so ein Tray, und dann hat der halt seine Fähigkeiten hier, die er quasi erwürfeln kann. Er kann meditieren, er kann Fist Strike machen, Combo Strike, ein Tempest Rush, ein Fist of Harmony, Lotus Strike, Fist of Tranquility, und die haben halt auch immer noch alle ihren Ultimate. Das ist quasi ihr Kniffel, das heißt, wenn sie fünfmal ihr Sechser-Symbol würfeln, dann triggern sie halt eine besondere Fähigkeit, gegen die es eigentlich auch keine Verteidigung gibt. Na, und angenommen, ich würde jetzt hier diesen Shadow Thief spielen, dann würde ich mir halt hier noch diese Übersichtstafel nehmen, wo meine Marker, die ich hier bekommen kann, drauf erklärt sind. Ich bekomme halt hier ein so ein Deck aus Karten, die halt dann normalerweise gemischt werden, die ich auf die Hand bekomme. Vier Stück davon habe ich, und das sind so normale Aktionskarten, wo ich irgendwie Schaden verhindern kann, wo ich Würfel manipulieren kann. Aber teilweise habe ich hier zum Beispiel auch die Fähigkeit Shadow Defense, ne, Level 1, und die kann ich halt upgraden auf Level 2 und dann ist die halt ein bisschen besser. Oder auch der Shadow Dance, das ist halt der normale Shadow Dance, wo ich halt besondere Fähigkeiten habe, und wenn ich den auf Shadow Dance 2 upgrade, dann ist das halt ein bisschen besser, dann würde ich halt unter bestimmten Umständen noch eine Karte ziehen, was ich einfach auf Level 1 nicht tue. Der Spielablauf ist aber super einfach. Jeder hat halt Custom Würfel, also eigenständige Würfel, wo wir auch hier mal die Verteilung sehen. Das heißt, ne, der Shadow Thief hat zwei Dolche, zwei Taschen, eine Karte und einmal Schatten. Und jetzt kann man halt bis zu dreimal würfeln, und dann kann ich halt gucken, was habe ich hier jetzt erwürfelt. Ich habe irgendwie dreimal einen Dolch und zweimal so einen Geldsack. Das ist natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass ich die Symbole würfe, weil die oft hier drauf sind. Und dann würde ich jetzt halt gucken und würde zum Beispiel sehen, hier der Dagger Strike habe ich schon dreimal gewürfelt, würde ich halt vier Schaden machen. Ne, die anderen Spieler haben immer am Anfang 50 Leben. Man kann auch mit 35 spielen für einen schnellen Spiel, ne? Oder ich kann auch Pickpocket machen, dann, ne, mit zwei Beuteln hier würde ich jetzt zwei Combat Points bekommen, die brauche ich halt, um Karten auszuspielen. Aber angenommen, ich würde jetzt irgendwie auf Schaden gehen wollen, könnte ich sagen, ich lege die hier beiseite, würfel nochmal, ne? Kann gucken, ob ich damit irgendwas anfangen kann. Nee, würfel nochmal, habe jetzt halt leider nicht noch mehr Schwerter gewürfelt. Das heißt, jetzt würde ich einfach gucken, okay, ich trigger das hier, ne? Dann kriegt der Gegner halt vier Schaden, weil es hier drauf steht, und die würde dann halt bei seinen Lebenspunkten einfach runter machen. Aber es hätte auch irgendwie sein können, dass ich zum Beispiel eine Straße gewürfelt habe, also irgendwie hier 6, 5 und dann noch hier eine 3 und eine 2 und dazwischen noch eine 4. Dann hätte ich gucken können, und dann sieht man hier, aha, Large Strike ist ein Insidious Strike, da bekomme ich halt 3 Combat-Punkte, und dann kann ich halt meine Combat-Punkte ausgeben, um damit Schaden zu machen. Und so hat jeder Charakter andere Fähigkeiten, die er triggern kann, je nachdem, was er so würfelt. Mit einer kleinen Straße zum Beispiel, na, hätte er halt hier 3 Combat-Points bekommen, würde dann die Hälfte der Combat-Punkte als Schaden machen, oder wenn er dreimal hier seine 6 gewürfelt hätte, also das Symbol, dann würde er halt nochmal im Anschluss einen Würfel werfen, würde die Hälfte des Wertes als Schaden machen, das sind in der Regel aufgerundet, also 2 Schaden, dann würde er noch Shadows bekommen, also hier so ein Marker, den er hat, und würde noch
noch eine Sneak Attack bekommen, also auch noch hier so ein Marker. Und hier steht dann immer drauf, was diese Marker machen. Und hier mit der Sneak Attack kann man nach dem Angriff nochmal den Schaden erhöhen. Mit Shadows, wenn man den Marker hat, den kann man abwerfen und verhindert damit Schaden. Und so weiter. Hat jeder Charakter komplett eigene Fähigkeiten. Die haben auch hinten eine Komplexitätsstufe drauf. Das hier ist halt 5 von 6. Ich habe neulich den Treant gespielt, der hatte irgendwie eine 6 von 6. Der Barbar eine Stufe 1 von 6. Das ist aber nur, wie schwer es ist, die Fähigkeiten zu triggern. Und so nimmt sich halt jeder Spieler einen Charakter. Man würfelt halt seine... Oh, das wäre zum Beispiel schon mal ganz gut. Damit könnte ich jetzt versuchen, auf so ein Ultimate zu gehen. Würde halt hoffen, dass ich noch... Oh, immer noch einen. Und jetzt nochmal hoffen. Ja, habe noch einen gewürfelt. Und dann könnte ich halt gucken, ob ich entsprechende Karten auf der Hand habe. Hier gibt es halt zum Beispiel sowas hier wie Twice as Wide. Und da kann ich den Wert von 2 Würfeln ändern. Dann könnte ich halt damit jetzt eine 6 rauslegen. Hätte halt gesagt, okay, ne, ein Ultimate gemacht. Und bam, würde ich jetzt halt irgendwie 3 Combat-Punkte bekommen, Shadows bekommen. Und dann die Anzahl meiner Combat-Punkte als Schaden plus 5 Schaden noch extra, gegen die kann man sich nicht verteidigen. Das ist dann schon ein richtig krasser, cooler Angriff. Und das ist im Prinzip auch schon das ganze Spiel. Also jeder sucht sich halt einen von diesen Charakteren raus und dann kämpfen wir gegeneinander. Wenn man das kann, ist man da in einer halben Stunde durch mit, vermutlich sogar schneller. In meinen Runden, ihr kennt das, da dauert es immer ein bisschen länger. Da brauchen wir schon in der Regel immer so eine halbe Stunde oder länger. Es gibt halt den Mönch, dann gibt es hier noch den Pyromancer, es gibt noch einen Ninja, es gibt noch einen Moon Elf. Und das letzte hier ist dann noch der Barbarian, von dem ich ja schon erzählt habe. Im alten Grundspiel waren nur 6 Charaktere drin. Das haben sie jetzt halt nochmal schön gemacht, weil die erste Version von Darkthrone war nicht ganz so hübsch und die Version 2 sah deutlich toller aus. Deswegen haben sie beim letzten englischen Kickstarter gesagt, wir machen das einfach nochmal. Und ja, das ist ein Spiel, das ich persönlich absolut empfehlen kann, wenn man halt weiß, was einen erwartet. Böse Zungen sagen dazu immer D&D-Kniffe, ne? Dungeons and Dragons, so diese Fantasy-Charaktere, die man dabei hat. Und dann ne, kann ich ja halt 3-mal würfeln. Ist im Prinzip auch so King of Tokyo, ne? Kniffel, King of Tokyo, D&D. Da so ein Mix draus. Man kann das auch mit mehr als 2 Leuten spielen, dass man einfach sagt, okay, wir spielen mit 3, 4, 5 Leuten. Man kann so ein Free-for-All machen, man kann ein Team spielen. In Teams ist zum Beispiel der Pyromancer auch deutlich besser, weil der immer Schaden auf mehrere Leute verteilen kann. Und dann würfen wir halt einfach so ein bisschen. Und wenn man das mit nur 35 Lebenspunkten spielt, dann reicht das in der Regel auch. Und dann ist es halt auch ein bisschen schneller fertig. In der letzten Partie, die ich gegen Markus gespielt habe, da habe ich einen Ninja gespielt. Markus hat den Paladin gespielt. Und ja, es ist einfach unentschieden ausgegangen. Also wir waren am Ende beide bei einem Lebenspunkt. Ich habe ihn zur Strecke gebracht, er hat sein Retribution gezündet, was den Schaden wieder reflektiert hat. Damit bin ich auch umgefallen. Wir hatten also ein solides Unentschieden. Normalerweise gleich noch eine Revanche. Es war aber nachts um 4, dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das dabei, beenden den Abend damit und spielen das irgendwann anders nochmal. Das ist einfach ein super gutes Ding. Ich habe das Spiel von Roxy bekommen, habe das auch schon vor 2 Jahren das erste Mal gespielt, lange bevor ich wusste, dass es jetzt in der Spieleschmiede ist, die ja quasi zu meinem Kanalsponsor gehören. Aber das Ding ist einfach trotzdem wirklich gut. Da werdet ihr auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Kommentare bekommen, die sagen, ja, ist richtig gut und guckt nur einfach in die Spieleschmiede. Das Ding, ich gehe davon aus, dass das Ding sehr, sehr schnell finanziert sein wird und dass auch eines der meistfinanzierten Spiele in der Spieleschmiede sein wird, weil es einfach cool ist. Die Leute warten schon super lange drauf. Es gibt noch Season 2, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Da sind auch nochmal 8 Charaktere drin. Das hier, sage ich mal, sind ja so klassische Fantasy-Charaktere. In Season 2 hat man noch so andere Charaktere, so ein Artefischer und ein Piraten und so querbeet. Die sind dann nicht zwingend besser, die sind einfach nur anders, haben auch interessante Fähigkeiten. Und wenn ihr wisst, ihr spielt das nur ab und zu mal, dann reicht es tatsächlich, sich eine Box davon zu holen. Da wisst ihr, glaube ich, selbst am besten, wie oft kommen bei euch Spiele auf den Tisch. Wenn ihr halt so ein Spiel habt und wisst, okay, da spiele ich 30, 40 Mal, wenn es mir gefällt, dann würde ich mir auf jeden Fall gleich beides holen. Wenn ihr eher so Spieler seid wie ich oder wie ich auch aus meinen Weihnachtsumfragen weiß, die meisten meiner Zuschauer, die solche Spiele halt am Anfang 5, 6, 7, 8, 9 Mal spielen und dann liegt das halt auch mal länger im Regal, wird immer mal wieder rausgeholt, dann reicht tatsächlich auch nur eine Season. Ich glaube, ich persönlich würde mir dann Season 2 holen, weil die einfach die interessanteren Charaktere hat. Wenn ihr aber wirklich so rein auf Fantasy steht, dann ist Season 1 hier auf jeden Fall gut und spaßig und ein Spiel, das ich halt echt gut finde. Ihr wisst ja, ich trenne mich auch immer schnell wieder von Spielen, selbst wenn sie gut sind, weil ich einfach nicht alles hier behalten kann. Ich habe auch gar keine Zeit, das alles zu spielen. Und das habe ich halt immer noch hier stehen, weil ich mag es einfach. So, und dann aber natürlich auch Darkthrone Adventures. Das wird es meines Wissens nach nicht in der Spieleschmiede geben, aber da würde es mich wundern, bei Erfolg, wenn wir das nicht in spätestens einem Jahr auch in der Spieleschmiede sehen. Das ist eine Erweiterung, das ist kein Standalone. Ihr braucht Season 1 oder Season 2 oder halt beides dafür, um das spielen zu können. Und wenn wir da mal einfach hinten drauf gucken, dann sieht man da schon, okay, ne, man legt sich hier quasi so ein, ja, so ein Dungeon aus, so eine Welt, wo wir halt irgendwo beginnen.
hier bei It Begins, da stehen wir alle mit unseren Charakteren. Das heißt, jeder nimmt sich einen von diesen Charakteren, ein Paladin, ein Mönch, ein Ninja, ein Treant, ein Barbarian, wen auch immer. Dann bewegen wir uns auf diese Felder, die haben immer in der Regel irgendwelche Effekte und dann wird da halt ein Gegner gezogen. Ne? Level 2 Gegner, Level 1 Gegner, Level 3 Gegner, Level 4 Gegner und die bekommen wir dann, ne? Das sind ja einfach zufällig solche Charaktere, davon gibt es auch richtig, richtig viele, also die Vielfalt an Gegnern ist sehr cool dabei. Und dann, wenn ich da halt hingehe, habe ich einfach eine Kampfrunde gegen den, wie gegen einen anderen Spieler. Ich mache also meinen Zug, würfel, mache Schaden, verteile irgendwelche Zustände, bekomme irgendwelche Zustände, der kann sich verteidigen, ne? Der hat dann eben auch Würfel, da wird er angezeigt, der verteidigt sich mit 3 von seinen Standardwürfeln, die würfelt er dann, dann wird geguckt, ob was passiert oder nicht. Danach ist er dann dran und er hat einfach so einen Würfelzieher, das heißt, er möchte einfach so eine Micro-Straight machen, also irgendwie eine 1, 2, 3 oder 2, 3, 4. Oder ne, 3, 4, 5 oder 4, 5, 6, das will er würfeln. Also würfelt man, guckt dann, welche Würfel passen, legt die raus, würfelt nochmal, guckt, ob noch ein Würfel dazu passt, legt den raus und würfelt dann nochmal und guckt, ob noch ein Würfel dazu passt. Also im Idealfall will man natürlich eine große Straße haben, da macht er dann den meisten Schaden. Und das funktioniert tatsächlich super, super, super gut. Die Gegner sind vielfältig, die haben immer unterschiedliche Fähigkeiten, die können sich auch gut gegen unsere Fähigkeiten verteidigen. Dass man halt auf deren Ziel würfelt, ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, super einfach. Und dann kann es halt sein, wenn wir hier losgelaufen sind, ich bin hier hingegangen, habe einen Gegner bekommen und die Leute sagen, ah, dann kommst du alleine klar, dann kann er, wer anders meinetwegen hier hingehen, bekommt da einen Gegner, kann gegen ihn kämpfen, wer anders kann hier hingehen, bekommt da einen Gegner, kann gegen ihn kämpfen. Wir können aber auch sagen, ah, hier, dieser Gegner ist ganz schön hart, der hat irgendwie 15 Lebenspunkte, den kriege ich nicht allein tot, der macht bei mir auch viel Schaden, dann kann man halt gemeinsam da hingehen, dann kämpft halt einfach jeder der Reihe nach gegen diesen Gegner, die fallen dann meistens um, machen aber auch gut Schaden und man kann sich immer relativ schwer heilen gegen die Leute. Das gibt es hier so mit Pappständern, es gibt auch eine Version, wo man Miniaturen dafür hat und man kann auch Loot bekommen, dass man halt von diesen Karten welche bekommt, die man dann hinterher irgendwie identifizieren kann, dann kaufen kann. Das sind einfach bessere Karten, die man in sein Deck bekommt, wo man seine Fähigkeiten upgraden kann. Damit wird Dice Throne einfach ein kooperatives Spiel, dass man nicht mehr gegeneinander spielt, sondern gemeinsam gegen das Spiel und auch das funktioniert echt gut. Da haben wir, wie gesagt, eine Lernpartie gespielt, die hat, glaube ich, mit Regellesen und allem 4 Stunden gedauert oder 3, wir waren lange schon dabei. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt Spieldauer draufsteht, da steht gerade nichts drauf. 60 Minuten, das kommt, glaube ich, auch ganz gut hin. Also zu zweit, wenn man das Spiel kann, dann wird das ungefähr eine Stunde dauern. Zu dritt vermutlich ein bisschen länger. Und ja, ich glaube, wenn man da so 3 Partien von gespielt hat, dann läuft das auch so flüssig, dass man alle Regeln drin hat. Die Regeln sagen auch, lies uns und spiel dabei. Deswegen dauert das dann eben auch dementsprechend ein bisschen länger. Wenn ihr das von jemandem erklärt bekommt, der schon kann, dann seid ihr da relativ zügig mit durch. Und das macht einfach super viel Spaß. Also ich mag Dice Throne sowohl gegeneinander, ne, da einfach so ein bisschen... Ich kenne Leute, die sagen immer, wenn du sagst Kniffel, wird das dem Spiel nicht gerecht, aber es ist einfach so wie bei King of Tokyo auch, ne? 3-mal würfeln und dann sich gegenseitig irgendwie hauen. Und King of Tokyo zum Beispiel ist ja auch gegeneinander, funktioniert zu zweit aber nicht so wirklich gut. Ich persönlich mag das Spiel hier lieber als King of Tokyo, was ich durchaus auch mag. Das Spiel, ich persönlich würde das in der normale Dive Throne würde ich nicht mit mehr als 2 Leuten spielen. Habe ich aber auch schon von Leuten gehört, die sagen, das läuft bei ihnen super gut. Das Ding hier kann man dann eben auch ohne Probleme mit 2, 3 oder 4 Leuten spielen, wobei ich glaube, man will halt auch immer natürlich selbst dran sein, seine Dinge auswürfeln. Zu zweit wird mir das wahrscheinlich schon am meisten Spaß machen. Das gewinnt jetzt voraussichtlich nicht von 4 Leuten. Kann ich natürlich coronamäßig gerade nicht ausprobieren. Aber da könnt ihr euch dann nächstes Jahr auch drauf freuen. Oder wenn ihr schon die englische Version habt und jetzt sagt, ihr wollt nicht unbedingt auf die deutsche umsteigen, kann ich das bisher nach der einen Partie auch empfehlen. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Das wird einfach genau so sein. Genauso wie Dice Throne, der auch super seicht ist. Aber trotzdem, ne, durch den Charakter mit den verschiedenen Fähigkeiten, die ich noch upgraden kann, die Verteidigungswürfen, die ich habe, die Arten, wie ich Würfe manipulieren kann, Aktionskarten, die ich aufspielen kann, ist es halt schon also vielfältig und bietet auch einfach einiges. Und das habe ich jetzt hier einfach in einem kooperativen Abenteuerspiel richtig, richtig gut. So, dann seid ihr schlauer als die Box of Rocks. Da habe ich ja im Sommer schon mal von erzählt, das habe ich bei Stefan gespielt. Das ist einfach ein super witziges Spiel. Auch da gucken wir einfach mal rein. Ihr habt hier Steine und ihr wollt einfach dieses Quizspiel gegen die Steine gewinnen. Das heißt, die Steine kommen hier in die Box. Die haben halt entweder einen Strich drauf, das heißt 1, nichts ist 0 und 2 Striche ist 2. Dementsprechend sind bei diesem Quizspiel die Antworten immer 0, 1 oder 2. Ne, wer zuerst den 4. Punkt macht, gewinnt quasi. Hier fangen die Steine an, hier fangen die Menschen an. Ich spiele auch kooperativ oder ja kooperativ gegen die Steine. Und da wird halt eine Frage gestellt, ne, zum Beispiel, wie viele Ringe des olympischen 5-Ringe-Logos werden von dem roten Ring berührt? Ne, werden 0 Ringe davon berührt, 1 Ring oder 2? Dann würde man jetzt halt sich den Rat schlagen. Währenddessen würde man hier diese, also einer macht dann mal den Game Master, der quasi Würfel spielt. Der kann im Prinzip auch mitraten, solange er sich die Rückseite nicht anguckt. Jetzt würden wir überlegen, 0 wahrscheinlich nicht, weil sich die Ringe irgendwie alle berühren.
2 kann sein, 1 kann sein, wenn er außen ist. Ist er außen, ist er nicht? Berühren die äußeren Ringe vielleicht auch immer 2 andere Ringe? Aber wenn das so ist, dann berühren die inneren ja wahrscheinlich noch mehr Ringe. Wir würden uns jetzt vielleicht einfach mal auf 1 einigen, würden gucken und würden sehen, aha, 1 ist richtig. Wir haben also safe einen Punkt. Jetzt müssen wir gucken, aha, die Steine haben gesagt 0, kriegen also keinen Punkt. Und da kann es natürlich immer sein, dass die Steine recht haben, dass die Steine nicht recht haben. Das ist einfach ein Quizspiel gegen einen Dummy. Das klingt erstmal, wenn man das so hört, total belanglos. Wir haben das neulich gestreamt. Da haben, glaube ich, 10 Leute währenddessen gesagt, das haben sie sich sofort bestellt, weil es einfach total witzig ist. Es ist total witzig. Allein der Gag, wenn Leute kommen und ihr sagt, hey, ne, Quizspiel, denkst du, weißt ein bisschen was? Hast du schon mal gegen Steine verloren? Hier hast du die Chance, das Ganze auszutesten, ob du schlauer bist als eine Box von Steinen oder nicht. Markus hat sogar neulich mal zu 0 gewonnen, was großes Können, großes Wissen bedeutet und natürlich auch ein bisschen Zufall, weil die Steine haben halt statistisch auch immer mal irgendwann recht. Und ja, da kann man vielleicht sagen, die Mechanik ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Was ich aber richtig gut finde, sind die Fragen. Da sind viele witzige Fragen bei, die eben auch mit dieser Problematik, also ne, ich meine, hier sind super, ich meine, wie viele Karten sind das? Da sind jeweils immer 3 Antworten drauf und das sind 100 Karten mit 300 Fragen, wo die Antwort immer 0, 1 oder 2 ist. Das muss man eben auch erstmal schaffen, sich solche Fragen rauszusuchen und die sind auch einfach immer interessant und gut gestellt und dass man eben auch teilweise wirklich ein bisschen überlegen muss. So ist hier zum Beispiel, wie viele der Lebensmittel sind nicht als Obst klassifiziert? Kürbis, Aubergine, Gurke, Tomate. Da könnt ihr mal drüber nachdenken, die Antwort gibt es hier jetzt nicht, aber ist einfach ein super witziges Spiel. Ich war da ja schon von begeistert und habe gesagt, warum bringen die deutschen Verlage solche super coolen Spiele nie auf Deutsch raus? Jetzt hat HCM Kinzel das auf Deutsch rausgebracht, finde ich cool. Doof finde ich, dass die Schachtel viel zu groß ist. Die englische Version hat eine Schachtel, die ist halb so groß. Wäre viel besser zum Transportieren, auch viel besser, um die Steine zu würfeln. Ja, das ist wieder, in Deutschland muss halt immer ein Spiel eine bestimmte Größe haben, sonst kann man den Preis, den man für das Spiel nehmen muss, nicht nehmen, was ein bisschen schade ist, aber finde ich super cool, dass es das jetzt auch auf Deutsch gibt. So, dann Dwellings of Eldervale. Da habe ich ja im Kickstarter schon drüber geredet, als der letztes Jahr, ja, irgendwann lief auf jeden Fall, das war noch in Essen, das muss 2019 gewesen sein. Wenn ihr ein bisschen die englischen Toplisten Ende des Jahres verfolgt habt, da war das durchaus in einigen drin, auch immer in den Top 10 am Ende des Jahres. Und ich hatte da so ein bisschen Angst vor tatsächlich, weil das ist halt auch so ein Hybridspiel und da gab es ja schon dieses Windication, was ich nach der ersten Partie schon gut fand, nach den weiteren Partien auch immer eher ein bisschen schwächer. Und das sind halt so Spiele, die können funktionieren oder die können nicht funktionieren. Und wenn man auch hier mal hinten drauf guckt, dann sieht man halt, ne, also das Spiel sieht erstmal super komplex aus. Man hat halt hier so eine Elementleiste, wo man so hochgehen kann. Man hat halt hier so einen Spielplan mit Hexfeldern, wo viel, also ne, Miepel draufstehen. Man hat halt hier so, ja, Monster, gegen die man irgendwie kämpfen kann. Da fragt man sich natürlich erstmal, was will das Spiel jetzt? Ne? Wir haben ja noch so Fraktionen, die noch eigene Fähigkeiten haben. Wir haben so coole Game Trays da drin, ähnlich wie gerade bei Dive Throne. Ist auch hier alles in Game Trays, das heißt, das kann man relativ zügig wegpacken. Und mir hat das Spiel extrem gut gefallen. In der ersten Partie fand ich schon cool, nach der zweiten Partie war ich vollends überzeugt und das Spiel wird auch nicht mehr abfallen. Ich habe da schon wieder so ein bisschen mit Jedo verglichen. Das ist auch wieder schwierig, weil Jedo ist ein ganz anderes Spiel. Da macht man komplett andere Sachen. Aber Jedo ist ein Spiel, das verschiedenste Elemente mixt und da einfach ein angenehmes Spielgefühl erschafft, wo man eben auch einfach das Gefühl hat, man spielt schon was so auf Kennerniveau ist, was so auf gehobenem Kennerniveau ist. Unter so richtig Expertenspiel zu sein. Und das ist hier halt genauso. Ich habe jetzt zum einen halt diese Mechanik, dass ich halt so diese Meeple habe. Das sind einfach meine Arbeiter. Die kann ich, wenn ich dran bin, auf eines dieser Felder hier stellen. Dann kann ich die Aktion auf diesem Feld ausführen. Wenn ich wieder dran bin, kann ich mich benachbart irgendwo hinstellen, aber nicht dahin, wo ich schon bin. Das heißt, ich selbst nehme die Aktion weg, nicht meine Mitspieler. Ich kann also auch dahin, wo der blaue ist und kann dann da die Aktion ausführen. Sind aber unterschiedliche Farben auf einem Feld, wird danach gekämpft. Und beim Kämpfen, ne, wird dann eben auch einfach ausgewürfelt. Die Würfel kann man auch ein bisschen verbessern. Das ist super schnell abgehandelt, kann halt so oder so ausgehen. Man kann halt seine Chancen nur vergrößern, aber man hat nie einen 100% sicheren Sieg. Und wenn man dann gewinnt, dann kann man hier auf diesem Glory Track vorgehen, bekommt er irgendwelche Vorteile für. Wenn man verliert, dann kommen die Figuren in die Unterwelt. Dafür kriegt man dann auch Ressourcen, die jetzt nicht ganz so mächtig sind, die man aber auch schon braucht. Und verlieren ist natürlich erstmal doof, aber ich habe natürlich auch das Aktionsfeld wieder frei. Wenn der Blaue hier verloren hätte, könnte der Blaue wieder auf dieses Feld gehen und es wieder benutzen. Es hat also auch durchaus seine Vorteile.
Haken ist nur, irgendwann habe ich alle meine Figuren auf dem Feld und da ist es ein bisschen wie Zeugin. Bei Zeugin kann ich auch Figuren aufs Feld bringen oder alle Figuren runternehmen. Das ist hier eben auch so und das sieht man hier jetzt leider nicht so gut drauf. Es gibt hier noch so verschiedene Karten, die man sich kaufen kann. Die Karten spiele ich aus und beim Zurücknehmen dieser Figuren vom Feld kann ich die auf die Karten stellen und aktiviere damit diese Karten und bekomme dadurch Ressourcen oder was auch immer. Ressourcen brauche ich halt, um mir mehr Figuren zu holen, um mir Karten zu kaufen, um die vielleicht in Punkte umzuwandeln. Ich habe noch so Questkarten, man sieht hier leider mal nicht alles drauf. Hier oben sieht man noch so ein paar von diesen Karten, beziehungsweise nicht Questkarten, sondern Magiekarten. Die Magiekarten sind dann auch super witzig, da steht dann irgendwie sowas drauf wie, keine Ahnung, der Unterwelt. Normalerweise sind die Figuren da alle weg. Jetzt kannst du halt einen Kampf in der Unterwelt auslösen, daran müssen alle teilnehmen und wer gewinnt, geht einen Glory Track vor. Oder irgendwelche Quests, dass man irgendwie einen Kampf in seinem Drachen gewinnen muss, einen Kampf in seinem Magier gewinnen muss oder. Also diese Karten machen das Spiel für mich richtig gut, der Kampfmechanismus ist gut umgesetzt. Die Fraktionen, da sind, ich glaube, 8 Fraktionen drin, ähnlich wie bei Terra Mystica, sind die doppelseitig bedruckt, das heißt, man hat 16 verschiedene Fraktionen drin, die haben alle jeweils Spezialfähigkeiten. Ich habe ja 4 verschiedene Einheiten, die ich setzen kann, entweder den normalen Arbeiter, so einen Drachen, den ich habe, einen Krieger oder einen Magier. Und bei jeder Fraktion haben 2 Einheiten davon Spezialfähigkeiten, die man mal total einfach einsetzen kann, mal sind die ein bisschen komplexer einzusetzen, die haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also das Ding ist wirklich gut, wirklich rund. Ihr habt ja auch diesen Element-Track gesehen, wo man so hochgehen kann. Da bekommt man dann auch, das ist quasi die Multiplikatorleiste, wo ich am Ende Punkte dafür bekomme, wenn ich halt meine Gebäude, die ich bauen kann, diese Dwellings hier auf solche Felder hier gebaut habe, dann will ich halt in dem Element auch weit vorgegangen sein, indem ich viel darauf gebaut habe oder mir viele Karten dieser Art gekauft habe. Dann bekomme ich halt nachher im Prinzip die Zahl der Punkte, wie ich hochgegangen bin, plus die Zahl an Elementen in der Farbe, wo ich halt meine Dwellings drauf gebaut habe und auch Karten, die ich in der Farbe gekauft habe. Das ist auch eine ganz witzige Mechanik. Ich weiß nicht, ob man das hier drauf sieht, aber hier steht ein Meeple. Hier steht auch ein Meeple, dem man dann so ein Dach aufgesetzt hat. Der ist dann quasi zum Dwelling geworden, bringt mir also am Ende Punkte, ist aber ein Arbeiter, den ich verloren habe. Und das Ding ist wirklich gut. Das macht richtig Spaß. Ich habe da echt nicht viel von erwartet. Ich dachte, das wird wahrscheinlich eine Enttäuschung. Das wird mir nicht gefallen. Ich habe es gespielt. In der ersten Partie war mein Mitspieler auch so ein bisschen geprimed. Der hat irgendwie auf einem anderen Kanal schon ein Video gesehen, wo es hieß so, ja, weiß nicht so, was das Spiel von mir will. War nicht so gut. Und dann ist man gleich mit der Einstellung an das Spiel rangegangen. Ich hatte zwar auch die Einstellung, dass es mir nicht gefällt, aber ich habe mir meine ersten Handkarten, die Magic-Karten angeguckt und dachte schon, das klingt witzig. Selbst wenn das Spiel doof ist, die Karten will ich alle runterspielen, gucken, was die so für Effekte triggern. Und das fand ich schon mal gut. Also nach der ersten Partie war ich auch noch, glaube ich, so ein bisschen verhalten. Ich sagte, ja, Potenzial und so. Die zweite Partie habe ich bei Montag und Markus gespielt. Das dauert immer ewig. Wir haben zu zweit, glaube ich, 4 Stunden mit Erklärung gebraucht. Das ist normalerweise, auch wenn man es kann, deutlich schneller. Da ist man in unter 2 Stunden zu zweit auf jeden Fall mit durch. Es hat einen guten Solo-Modus. Man kann es von 1 bis 5 Spielern spielen. Da steht drauf, 30 Minuten pro Spieler. Das wird auch hinkommen, so wie es zum Beispiel bei Gaia-Projekt oder Terra Mystica auch hinkommt. Mir ist da aktuell noch nichts in der deutschen Version bekannt. Wenn ihr aber irgendwie halbwegs mit normal Englisch in solchen Spielen klarkommt und ihr da irgendwie neugierig seid, dann guckt es euch an. Ich werde das sicher jetzt in der nächsten Woche, also sehr wahrscheinlich nochmal mit Karl spielen, vielleicht sogar mal in einer Dreierkonstellation, wenn man das irgendwie, das ist natürlich schwierig, aber das könnte auch ein Spiel sein, das, glaube ich, Annika durchaus gefallen würde. Und vielleicht kriegen wir das mal hin, dann eine Dreierrunde zu spielen. Dann sind auch manche Spots noch ein bisschen umkämpfter, es ist noch ein bisschen interaktiver. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn ich das im letzten Jahr noch gespielt hätte, wo es ja schon da wäre. Es wäre mindestens in meine Top 20 gekommen, vermutlich sogar in die Top 10. Das hätten zwar noch 2, 3 Partien beweisen müssen, dass es dem auch wirklich gerecht wird, aber es ist wirklich gut. Also ich bin da positiv überrascht von, ja, eine Empfehlung von mir. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. So, dann ganz kurz nur Sherlock, der Pakt mit dem Teufel, habe ich zusammen mit Elisa gespielt, haben wir zu zweit gespielt. Zu zweit sind die Fälle immer ein bisschen schwieriger. Der hat auch Schwierigkeitsgrad 3 von 3 und richtig gut. Also wir haben es nicht gelöst, wir hatten relativ wenig Punkte, aber als wir uns dann die Auflösung angeguckt haben, manchmal ist ja in solchen Fällen, also ich hatte ja schon 1, 2 von, wo ich gesagt habe, okay, die Info, die hatte man einfach nicht, das hätte man sich auch nicht erschließen können. Also dieses, wer ist Vincent Leblanc, da wird einfach in der Lösung eine Prämisse vorausgesetzt, da hat man nie eine Idee, dass das so sein könnte. Deswegen gibt es immer 1000 Möglichkeiten, wie es am Ende Sinn machen würde. Hier, nachdem wir uns dann auch die Lösung angeguckt haben, haben wir auch gesagt, fuck, dass wir das nicht rausbekommen haben. Das war alles da und
die eine Sache, die, wo wir uns immer dachten, hä, wie kann das sein? Die hat voll Sinn gemacht. Wir hatten auch die Hinweise, wir hätten nur drauf kommen müssen. Das ist auch der Haken. Zu zweit muss man sich natürlich mehr Karten merken. Und zwei Hirne haben natürlich nicht so viele coole Ideen, wie es drei oder vier Hirne haben. Deswegen würde ich Sherlock, man kann das solo spielen. Lisa hat dann auch auf dem Flug nach Kanada den Vincent LeBlanc-Fall alleine gespielt. Solo ging auch, meinte sie, hat auch durchaus Spaß gemacht. Aber es sind mehr Spielern halt durchaus besser. Aber ich kann es jetzt ja nicht wiederholen, weil wir haben ihn einmal gespielt. Ich kenne den Fall, ich kann ihn nochmal spielen. Ich würde gerne zugucken, wie ihn eine andere Gruppe spielt. Für mich ist das bisher, und ich finde viele von den Sherlock-Fällen richtig gut, das ist mit einer der besten. Also er wäre locker in meinen Top 3 der Fälle. Ja, aber das Ding war wirklich gut, weil es einfach in sich komplett stimmig war und kann ich nur absolut empfehlen. 3 von 3 ist wirklich knackig, aber kann man lösen. So, dann über die Entstehung der Arten. Ich als alter Biologe, Bio-Leistungskurs, mal 4 Semester Bio studiert. Wie ihr wisst, ich habe meinen Abschluss in Geografie gemacht. War dann doch nicht so meins, aber was, wo ich immer interessiert bin. Ich gucke auch super viele Tierdokus und ich gucke ja eh nur Dokus, ne? Astronomie und Geschichte und Tierdokus hat auch sehr viele. Darum war das schon mal was, wo ich gesagt habe, okay, da bin ich potenziell schon mal interessiert. Wenn man dann einmal hinten auf die Schachtel guckt, dann sieht man schon, aha, da ist halt ein Spielplan, der auch durchaus hübsch illustriert ist. Wir haben hier halt auch diese Beagle, so eine richtige Figur. Mit der fahren wir hier rum. Da sind immer so verschiedene Daten angegeben, wann die Beagle halt auf welchen Inseln war. Und man fährt halt hier einmal so lang. Und irgendwann ist die Beagle halt angekommen. Dann ist das Spiel zu Ende und die Punkte werden gezählt. Und das Spiel selbst ist dann leider nur so bedingt aufregend, weil es ist unabhängig davon, wo die Beagle steht. Wenn ich dran bin, kann ich halt 2 von meinen Markern auf 2 von diesen Plättchen hier machen. Die generieren Ressourcen. Ich brauche bestimmte Ressourcen, um halt diese Vögel hier aufs Spielfeld zu bringen. Dann nehme ich einfach die entsprechenden Marker wieder runter. Damit bezahle ich quasi die Ressourcen, um die dahin zu bringen. Müssen immer angrenzend zu den Feldern sein, wo ich die Ressourcen runtergenommen habe. Es gibt die verschiedenen Leveln. Das ist ein bisschen wie auf Funkenschlag. Wenn ich halt einen Dreier aufdecke, wird der über die Dreier, Zweier, Einser gelegt, aber unter die Vierer. Das heißt, die sortieren sich so ein bisschen selbst. Und wenn ich halt so einen Zweier über einen Einser baue, dann bekomme ich halt den Einser. Der ist am Ende ein Punktwert. Wenn ich die fortgeschrittene Version spiele, brauche ich auch bestimmte von diesen Plättchen, um dafür am Ende nochmal extra Punkte zu bekommen. Es gibt immer Belohnungen dafür, dass man halt Punkte bekommt, dass man halt diese Karten bekommt, die einem nochmal irgendwelche Extraktionen geben oder wo man irgendwelche Bücher bekommt und wo dann eben auch die Beagle drauf fährt. Auf den Einser-Plättchen fährt die Beagle immer nur ein Feld vor. Wenn wir halt die höheren nehmen, fährt die Beagle mehr Felder vor, sodass man dann noch am Ende, wenn halt auch nur die höherwertigen liegen, relativ schnell das Spielende triggern kann. Und das ist dann das Spiel. Es gibt auch eine Familienversion, wo man die Karten alles weglässt und einfach nur die Marker auf diese Plättchen legt und dann die Ressourcen generiert, damit die Vögel baut. Die ist tatsächlich ganz nett. Wir haben gleich die fortgeschrittene Version gespielt, wo wir halt einfach nur bestimmte von diesen Plättchen gesammelt haben. Sollte dafür sorgen, dass das Spiel ein bisschen schneller geht. Das hat bei uns tatsächlich relativ lang gedauert. Spieldauer ist hier angegeben mit 45 bis 80 Minuten. Ich glaube, wir haben dann tatsächlich eher so 80 Minuten zu zweit gebraucht. War aber auch die Lernpartie. Aber das Spiel ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Ist auch, das gilt ja für die allermeisten Spiele, die heute rauskommen. Also viele, viele Spiele funktionieren einfach. Die sind rund. Die funktionieren auf der mechanischen Seite absolut. Das Ding hier habe ich jetzt halt einmal gespielt und würde sagen, es ist kein Spiel, das mir Spaß macht. Da ist nichts Reizvolles dran. Das läuft einfach so die ganze Zeit gleichmäßig vor sich hin. Diese Karten, ja, die sind so ganz nett. Bestimmte Vogelarten oder bestimmte Plättchen sammeln, auch ganz nett. Wer jetzt so von der Optik her auf jeden Fall Flügelschlag mag, der ist hier auch ganz gut aufgehoben. Mechanisch ist es, wie ich finde, deutlich, deutlich uninteressanter als zum Beispiel ein Flügelschlag. Ist nett, das kann funktionieren, wenn ihr das Thema irgendwie abholt, vielleicht eben auch als Familienspiel, also gerade wenn ich, also die Altersfreigabe ist hier auch so 9+. Ich glaube, wenn ich tatsächlich Kids in dem Alter hätte oder mein Neffe in dem Alter wäre, dann wäre das ein Spiel, was ich durchaus gut mit ihm spielen kann, auch dann durchaus in der Familienversion, aber so alles in allem ist es halt okay. Also da kann ich verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, die mögen das, weil sie es einfach so nett vor sich hinspielen können, aber für mich hat das einfach keinen Reiz. Das ist einfach, ist auch mal eine Frage bei sowas, ne? Geschmack. Wie will man Geschmack bewerten? Ne? Die Mechanik funktioniert, die läuft irgendwie, aber der Spielreiz ist bei mir nicht da, der kann bei anderen Leuten da sein. Aber darum guckt ihr wahrscheinlich den Kanal, weil ihr wisst, ich habe mit Ben eine große Schnittmenge und wenn er sagt, das ist langweilig, gucke ich mir nochmal 2, 3 andere Videos an. Oder ihr wisst, ich habe gar keine Schnittmenge mit Ben. Wenn Ben sagt, er findet es langweilig, dann gucke ich es mir erst recht an. Ich hoffe, ihr könnt damit irgendwas anfangen. So, dann The Mind und The Game. Wenn man die beiden Spiele erstmal sich so mechanisch anhört, ne? Hier lege ich halt Karten in einer bestimmten Reihenfolge ab, hier lege ich Karten in einer bestimmten Reihenfolge ab. Das klingt schon mal sehr ähnlich. Es sind, wie ich finde, beide super coole Gateway-Spiele. The Mind bringe ich immer noch wieder gerne auf den Tisch. Halt kein Spiel, das man ständig mit den gleichen Leuten spielt, aber immer mal wieder eine neue Gruppe. Ne? Das Spiel ist auch super einfach. Am Anfang bekommt einfach jeder Spieler eine Karte auf die Hand. Das hier ist eure Karte. Das hier ist meine Karte. Ich weiß nicht, welche Karte ihr habt. Ich könnte es jetzt hier im Display sehen. Wir synchronisieren uns am Anfang,
Gelegenheit quasi unsere Hand auf den Tisch und dann kommunizieren wir nicht weiter. Wir spielen einfach unsere Karte, wenn wir denken, es ist die niedrigste Karte gerade. Das heißt, wenn ich hier, ne, was auch immer, ich würde jetzt halt warten und warten und warten und einmal luschern und warten und denken, okay, keiner spielt was, dann spiele ich mal meine 21. Und ihr sagt, ah, guck mal, meine 77 ist ja absolut richtig. Habe ich jetzt aber hier die 95 auf der Hand, dann würden wir halt warten und warten und warten. Wir merken, okay, der andere hat wohl auch eine hohe Karte. Und am Anfang ist es oft so, man wartet und wartet und ihr denkt vielleicht, oh, der ist schon bestimmt jetzt irgendwie bei 50, 60 gedanklich und ich spiele meine Karten, habe eine 25 oder so hingelegt. Und man denkt sich, okay, wir müssen erstmal einen gleichen Takt finden. Man soll nicht die Sekunden zählen, kann man machen, das übt natürlich. Aber einfach so diese Ebene zu finden, sich einzugrooven und später hat man auch 10 Karten auf der Hand oder so. Und dann kannst du halt sagen, dass man am Anfang 3, 4, 5 Karten runterspielt, so bei den 30ern ist, dann ewig nichts passiert, man da sitzt, gefühlt, man guckt sich auch bei keinem anderen Spiel so viel in die Augen wie bei The Mind und dann nach gefühlten 3 Minuten spielt einer die 87, der andere spielt die 88, der andere spielt 89 drauf und denkt, Alter, wie geil, dass das geklappt hat. Kann natürlich auch nicht klappen, aber es klappt erstaunlich oft. Also das ist wirklich ein richtig gutes Spiel und tatsächlich eines der wenigen Spiele. Es gibt ja von vielen Spielen, auch von The Game, die Extremversion. Ich würde die bei fast keinem Spiel empfehlen, bei The Game nicht, bei Wizard nicht, bei gar nichts. Bei The Mind ist die Extremversion auf jeden Fall gut und sorgt auch dafür, dass das Spiel den erfahrenen The Mind-Spielern auch noch wieder Spaß macht, weil das nochmal einen guten anderen Reiz bietet, wenn man sowohl Karten aufwärts als auch abwärts ablegen muss. Und das ist auch gut gemacht, aber ich würde immer das zum Einstieg empfehlen und wenn man das cool findet und weiter spielen möchte, dann holt man sich irgendwann Extreme. Und The Mind, grundsätzlich ähnliche Prämisse. Wir müssen auch Karten runterspielen. Wir haben 4 Kartenstapel. Auf 2 spielen wir Karten von 100 Richtung 1. Auf die anderen beiden spielen wir Karten von 1 Richtung 100. Wir dürfen nicht über unsere Karten reden. Wir können nur sagen, kleinen Schritt, großen Schritt. Ich habe halt 6 Karten auf der Hand. Wenn ich dran bin, muss ich 2 Karten spielen. Ich kann auch alle spielen, wenn ich möchte. Aber wenn ich halt, ne, da wo es bei 1 losgeht, wenn ich da als erstes eine 30 drauflege, ist halt doof, weil die anderen können dann nichts Tieferes mehr spielen. Ich auch nicht. Und wir spielen halt hier auch alle gemeinsam. Das heißt, wir wollen alle Kartenstapel losbekommen. Und es kann eben auch sein, kann man einen 10er-Schritt machen. Wenn ich meinetwegen auf dem Stapel, der von 1 Richtung 100 geht, ne, dann kann ich ja meinetwegen 1, 2, 3 drauf spielen. Es muss auch nicht aufeinander folgen. Es kann auch 1, 2, 5, 17, 63, 84 sein. Aber habe ich da nicht so viele Karten hingespielt. Und wir müssen halt alle Karten loswerden, die von 2 bis 99 gehen. Aber wenn ich meinetwegen auf den Stapel eine 35 spiele und irgendwann sagt, stopp, da nicht mehr. Dann weiß ich schon, okay, der hat entweder die 26, die wir halt direkt dran, oder er hat hoffentlich zu meiner 35 die 25. Ein 10er-Schritt in die falsche Richtung. Kann ich immer machen. Und vielleicht hat er die 25, die 15 und die 5. Und auf einmal sind wir von 35, wo wir nur noch 65 Schritte nach oben haben, wieder zurück auf die 5, wo wir noch 95 oder 94 Schritte nach oben haben. Das ist super einfach, schnell zu lernen. Auch überhaupt nicht groß strategisch. Man muss halt mit den Karten arbeiten, die man so hat. Aber ein Spiel, das einfach super gut ist, immer wieder Spaß macht, das Weihnachten in der Spieleburg seit Jahren immer mit eines der ersten Spiele ist, die ausverkauft sind, dass man auch Leuten empfehlen kann, die sagen, oh, wir suchen irgendwas und weiß nicht, oh, kooperativ und so wäre schon ganz gut, aber auch nicht zu kompliziert. Das Ding ist einfach ein richtig tolles Spiel. Kann ich nur nach wie vor sehr empfehlen. So, und dann als letztes noch Seven Wonders Duel, Pantheon und Agora. Ich habe Duel schon ganz oft als App-Version gespielt, im letzten Lockdown relativ viel. Die Pantheon-Erweiterung habe ich damals gespielt, als sie rausgekommen ist, so 2-3 Mal, auch nicht wirklich oft. Und Agora ist jetzt die ganz neue Erweiterung. Ich habe das mit Karl gespielt. Karl kannte gar nichts davon. Ich habe mit ihm das normale Seven Wonders gespielt, das fand er schon gut. Er war neugierig auf Seven Wonders Duel. Wir haben dann erst einmal Duel gespielt, dann haben wir die Pantheon-Erweiterung dazu genommen, dann haben wir die Agora-Erweiterung dazu genommen, haben das dann am nächsten Abend auch gleich nochmal gemacht, weil ich dachte mir, okay, das ist sicher am zweiten Tag oder beim zweiten Mal, wenn man das alles schon kennt, dann wirkt das auch immer noch ein bisschen besser. Das war auch der Stream, den ich dann online gelassen habe. Da haben wir halt auch einmal die Grundversion gespielt, einmal mit Pantheon, einmal nur mit Agora und wir haben dann auch die XXL-Variante gespielt, wo wir quasi alles in einem hatten. Und Seven Wonders Duel werden sicherlich die allermeisten Leute schon kennen. Falls nicht, guckt euch da mal Videos zu an. Eines der mit Abstand beliebtesten 2-Personen-Spiele. Im Normalfall dauert das auch so ungefähr eine halbe Stunde, wie hier draufsteht. Ne, 2 Spieler, ab 10 Jahren empfohlen. Läuft ähnlich wie das normale Seven Wonders. Wir bauen halt Gebäude. Das sieht auch, wenn ihr das normale Seven Wonders kennt, schon sehr ähnlich aus. Entweder Ressourcengebäude, um damit Karten bauen zu können. Handelsgebäude, um damit mehr Geld zu bekommen, wenn wir Karten verkaufen. Oder dass wir halt Waren billiger kaufen können oder einfach Geld bekommen. Blaue Karten geben uns einfach Siegpunkte. Rote Karten geben Militär. Hier gibt es halt nochmal so einen extra Militär-Track. Wenn ich in der Hauptstadt meines Gegners ankomme, weil ich mehr auf Militär gesetzt habe als er, habe ich das Spiel gewonnen. Wir haben also im Vergleich zum normalen Seven Wonders noch eine weitere Siegbedingung. Es gibt auch
auch Wissenschaft. Wenn ich halt diese grünen Symbole, die es hier auch noch gibt, die hier, diese Wissenschaftssymbole, wenn ich davon 6 unterschiedliche gesammelt habe, habe ich auch gewonnen. Das heißt, im Gegensatz zum normalen Seven Wonders habe ich halt nicht nur eine Siegbedingung, die meisten Punkte, sondern ich kann militärisch oder kulturell gewinnen. Und mit den Erweiterungen kommen noch mehr Siegbedingungen dazu. Das macht das Ding also richtig gut. Dafür, dass es eben eigentlich nur eine halbe Stunde dauert und relativ einfache Regeln hat, steckt da schon eine Menge drin, wobei es jetzt kein super seichtes Spiel ist. Das ist schon ein großes Strategiespiel im kleinen Gewand und absolut empfehlenswert. Und dann haben wir natürlich auch die Pantheon-Erweiterung ausgewählt. Die ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist von 2015. Die ist ein Jahr oder so danach rausgekommen. Da, ne, hier ist ja das normale Tableau, wo man normalerweise hier die den Militärtrack hat und die Marker hier hinlegt, die man dann bekommen kann, wenn man zweimal das gleiche Wissenschaftssymbol hat. Und jetzt gibt es hier halt oben noch dieses Pantheon, wo hier bestimmte Marker liegen. Wenn ich die bekomme, kann ich mir von einem Stapel hier zwei Karten angucken, die halt so einer Gottheit entsprechen, kann die halt verdeckt hier hinlegen, kann mich da auch immer entscheiden, möchte ich jetzt nahe zu mir hinlegen, da kostet mich die ja nur 3 Geld, mein Mitspieler aber irgendwie 7 oder 8 Geld, oder lege ich sie hier hin, da kostet mich dann schon 4 Geld, Mitspieler aber dann nur noch 7 Geld, und wenn ich sie halt hier hinten hinlege, kostet sie natürlich mein Mitspieler dementsprechend nur 3 Geld, mich aber 8 Geld. Also will ich strategisch schon so die Karten so hinlegen, wie es für mich passend ist. Nach dem zweiten Zeitalter werden die dann aufgedeckt und können eben auch gekauft werden, haben dann immer irgendwelche Spezialeffekte, und das Interessante dabei ist, normalerweise ist ja bei Seven Wonders Duel eine Sache auch immer, dass ich halt bestimmte Karten haben will und auch immer gucken muss, wie kriege ich diese Karten und wie sorge ich dafür, dass ein Mitspieler bestimmte Karten nicht bekommt, und wenn die Karten halt ausliegen, dann ist halt klar, okay, ich kann gar nichts dagegen machen, die Zugreihenfolge ist so, er wird diese Karte bekommen oder er wird sie halt nicht bekommen, und hiermit habe ich halt nochmal die Möglichkeit, einen Zug zu skippen, also die Kartennebenreihenfolge zu verändern, muss dafür aber investieren und habe dadurch halt nochmal deutlich mehr Möglichkeiten. Also das ist schon was, was das Spiel auf eine interessante Art und Weise verändert. Ist für mich keine zwingende Must-Have-Erweiterung, aber wenn man das mag und ein paar Mal gespielt hat, will man die eigentlich haben. Und jetzt gibt es halt Agora neu. Und bei Agora ist es so, da kommt hier unten drunter noch dieser Senatstrack. Und jetzt kann ich halt in diesen verschiedenen Bereichen im Senat Mehrheiten haben. Da liegen unten drunter mal solche Marker und die geben mir halt irgendeine Spezialfähigkeit oder einen passiven Vorteil, solange ich da die Mehrheit der Marker drin habe. Es gibt halt so Senatorenkarten. Wenn ich die kaufe, kann ich abhängig von der Zahl der blauen Karten, die ich habe, hier halt Marker in die entsprechenden Bereiche legen, was eben auch diese blauen Karten, die mir normalerweise nur Siegpunkte geben, nochmal deutlich aufwertet und halt wichtig macht, weil damit kann ich eben hier mehr Aktionen machen, und wenn ich da alle 6 kontrolliere, habe ich gewonnen. Ich habe also noch eine 4. Siegbedingung, ne? Entweder Kultur, Militär, Punkte oder über den Senat. Das kann schnell mal passieren, wenn der andere da nicht aufpasst. Und außerdem gibt es noch so Verschwörerkarten, wo ich dann noch so Verschwörungskarten bekomme, die ich vorbereiten kann, und die kann ich dann einfach, wenn ich dran bin und ich habe die vorbereitet, indem ich vorher eine Karte aus der Auslage genommen habe, drunter geschoben habe, ähnlich wie beim Wunder, wird die damit einfach entsorgt quasi, dann kann ich halt zu Beginn eines meiner Züge eine von diesen Karten aufdecken und kann dann irgendeine fiese Aktion machen, die entweder mir einen Vorteil bringt, mein Mitspieler hart trifft, die halt sehr überraschend sein kann. Da gibt es sehr viele Karten, die ist also auch sehr vielfältig. Das hier ist, sage ich mal, so das bisschen gemütlich nebeneinander her Ding, und das hier ist dann schon so das eher interaktive, gemeine, also ne, wenn man solche Take-That-Mechaniken in Spielen nicht so mag, ist das vielleicht nicht zu einem, sondern eher das, aber wenn man an sich interessante Spiele mag und es auch mag, dass sich so ein kleines Spiel richtig groß anfühlen kann, dann ist das cool. Man kann die auch beide kombinieren. Dann legt man einfach quasi unten drunter den Senat, oben drüber das Pantheon. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn es noch eine 3. Erweiterung gibt. Und dann spielt man einfach. Das Spiel dauert mit Agora dann auch ein bisschen länger, weil noch eine weitere Kartenreihe jeweils dazukommt, obwohl hier immer noch 30 Minuten draufsteht. Und ich habe jetzt auch alles in dieser Schachtel, deswegen platzt die auch so ein bisschen aus ihren Nähten. Die hier werde ich auch noch entsorgen, nachdem ich die Videos dazu gemacht habe, beziehungsweise zu Pantheon gibt es schon ein Video von mir. Zu Agora werde ich dann noch ein Video machen. Und wir haben es dann eben auch in der XXL-Version gespielt, wo wir beide Erweiterungen drin hatten. Und das war krass, weil das war so, dass irgendwie auch irgendwann Karl meinte so, ja, hier, komm, ich kriege eh keine Militärkarte mehr, das Thema ist durch. Und ich so, Karl, wir sind erst in Runde 2. Wir haben dann noch eine ganze Runde. Und das war's. Oh, ich dachte, wir wären schon voll durch, weil es dauert auch länger auf jeden Fall, wobei wir dann auch, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde gespielt haben. Aber da waren wir auch, ich glaube, das Spiel ist in Zeitalter 2 zu Ende gegangen und es hat sich nach Zeitalter 3 angefühlt, war aber trotzdem sehr kurzweilig. Also es war gut. Es sind halt Tonnen von Dingen, auf die man dann achten muss, ne? Dass der andere beim Militär nicht davon schreitet, dass man keinen Kultursieg macht. Wir sind wahrscheinlich auch einfach totale Anfänger. Wir hatten, glaube ich, einmal einen Sieg über Punkte, ansonsten ging es immer über Militär, Kultur oder über den Senat zu Ende. Aber das mag ich immer auch an diesem Spiel, dass es halt so vielfältige Möglichkeiten gibt, dass man auf vieles achten muss.
aufpassen. Wenn man auf eine Sache zu lange nicht achtet, kann es halt sein, dass der Mitspieler halt einen krassen Vorteil bekommt, irgendwelche coolen Kettenzüge machen kann und dann eben einfach das Spiel gewinnt. Und dann denkt man sich, okay, beim nächsten Mal mache ich das auf jeden Fall besser. Und auch, dass die Partien immer anders laufen können. Wir hatten einmal eine Runde am zweiten Abend, wo die Ressourcenkarten im ersten Zeitalter ganz oben lagen. Das war ein ganz anderes Spiel als die davor, wo ich mir Tonnen von Ressourcen aufgebaut habe. Wir haben, glaube ich, am Ende auch, hat Karl mit 4-3 gewonnen oder so. Also es war schon immer relativ knapp und relativ ausgeglichen. Ist einfach ein Bombenspiel. Die Erweiterung finde ich beide sehr gut. Ich persönlich mag die Agora-Erweiterung ein bisschen lieber. Ich würde mir aber eigentlich immer beide holen. Wenn ihr jetzt fragt, ne, ich hole mir das, was soll ich mir dazu holen? Holt euch auf jeden Fall erst das Seven Wonders, spielt das. Da könnt ihr 20, 30, 40 Partien Spaß mit haben. Wenn ihr dann merkt, okay, ich habe Spaß dran, ich würde aber gerne mehr sehen, holt euch die Pantheon-Erweiterung dazu. Und wenn ihr dann sagt, ich will immer noch mehr, holt euch die Agora-Erweiterung dazu. Ich würde sie einfach in der Reihenfolge holen, in der sie rausgekommen sind. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn ihr sagt, ah, das ist ein bisschen interaktivere, mag ich auch gleich die Agora-Erweiterung dazu zu holen. Da gibt es jetzt keine besonders empfehlenswerte Kombination. Wenn man halt alles miteinander kombiniert, ist es halt schon groß, lang und auch schon fühlt sich halt schon relativ episch an tatsächlich. Aber ja, macht auch einfach Spaß. Aber es ist dann nicht mehr dieses kleine halbe Stundenspiel, wo man im Prinzip auch schon weiß, welche Karten so kommen und was da alles so passieren kann. Also manchmal ist weniger dann auch mehr. Und es kann sein, dass es durchaus einige Leute gibt, die sagen, das in der Grundversion reicht mir komplett, die Erweiterung brauche ich gar nicht, aber kann man auf jeden Fall haben. So, und das war's im Wesentlichen. Ich habe noch Detective Erste Fälle gespielt, da habe ich ein Rezensionsvideo zu gemacht, da könnt ihr reingucken. Ich fand es auf jeden Fall gut, hatte zwar kleine Schwächen, aber alles in allem von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Aeon's End haben wir auch gespielt, das steht auch gerade bei Karl, auch gut. Ich persönlich würde das aber eigentlich immer zu zweit spielen. Zu dritt ist es auch gut, aber zu zweit bin ich gefühlt ständig dran. Zu dritt kann es dann schon mal sein, dass ich relativ lange warten muss, also für zwei Leute ein absolut empfehlenswertes Spiel. Die nächste Box davon kommt meinem Kenntnisstand nach jetzt auch im Frühjahr raus. Das ist noch eine Standalone-Box. Das heißt, ihr könnt euch gleich die zweite Box kaufen, damit einsteigen. Ihr habt einfach dann mehr Karten zur Auswahl, mehr Gegner, was dieses Spiel auf jeden Fall braucht und eben auch mehr Helden, die ihr spielen könnt. Und bei Etherfields haben wir auch noch den fünften Traum mittlerweile gespielt. Das heißt, wir sind ungefähr zu so einem Viertel durch. Wir haben 4 Stunden gespielt. Davon war so 2 Stunden, so dass das nochmal wieder in die Regeln reinkommt, weil es war auch schon wieder irgendwie 4 Wochen hergeführt, dass wir das gespielt haben. Und halt so dieses am Anfang rumlaufen, erstmal den Zugang zu den Traum bekommen, nochmal so ein paar Schlummer zwischendurch machen, wo auch manche sagen, das ist so ein Grind, ähnlich wie bei Tainted Grey. Fanden wir bisher immer noch nicht, wobei ich aber auch am Ende sagen muss, wir haben 4 Stunden gespielt, davon so ungefähr 2 Stunden den Traum, also das Hauptereignis, den Dungeon quasi, und 2 Stunden so dieses Vorgeplänkel. Das war jetzt schon nicht so das optimale Verhältnis, hat aber alles in allem Spaß gemacht. Auch dieser Traum, dieser Dungeon war wieder anders als alle vorherigen und ich bin da echt gespannt, was noch kommt. Also bisher ist das ein Spiel, wo es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf gibt, wo ich aber sagen würde, uns in unserer Runde macht das Spaß. Das ist interessant vom Thema her, von den Mechaniken her, von der Welt, die da aufgebaut wird, von dem, was sie so tun können und ja, ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen regelmäßiger dazu kommen, das zu spielen. Das ist halt eigentlich ein Spiel, das muss man so einen ganzen Tag über spielen, das will, oder einen ganzen Abend zumindest, wo man 4, 5, 6, 7 Stunden Zeit hat, wo man dann auch ein bisschen in den Regeln drin ist und dann noch einfach 2, 3 Träume am Stück spielen kann. Davon lebt das dann. Ein paar Mechaniken kommen dann mehr zum Tragen, weil man dann einfach bestimmte Karten, die man ausgespielt hat, die man auch dauerhaft benutzen kann, einfach häufiger benutzen kann. Das lohnt sich halt oftmals nicht, die auszuspielen, wenn man eh nur einen Traum am Abend spielt. Dafür kann man eher Schaden nehmen, weil das wird eh alles resettet, wenn man speichert. Also es hat in beiden Spielvarianten halt Vorteile, je nachdem, wie man spielt, sodass man jetzt auch nicht sagen kann, man muss es auf jeden Fall immer lange am Stück spielen. Es geht auch in Einzelsessions. Aber die Regeln sind halt oftmals ein bisschen schwammig, die wollen mysteriös sein, die führen halt manche Elemente auch erst so nach und nach ein. Ja, das ist halt dann schwierig, wenn man es nicht so oft am Stück spielt. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig gelungen und lässt mich eben auch hoffen, dass ISS Vanguard, wo ich überhaupt noch nicht weiß, was mich da erwartet, dass das gut werden könnte. Es muss aber nicht. Ne? Es kann auch so eine Tainted Grail Erfahrung werden, wo ich auch sage, gutes Spiel, eines der ambitioniertesten Projekte, die ich kenne überhaupt im Brettspielbereich, aber dann leider würde ich sagen, ja, als Computerspiel wird das doch schon mehr Sinn machen. Deswegen wäre es schöner gewesen, wenn sie es noch ein bisschen besser umgesetzt hätten, ohne einfach diesen Grind, ohne dieses Survival, einfach mehr irgendwie die Story mit interessanteren Spielmechaniken verknüpft. Aber gut, darum soll es hier nicht gehen. Wie gesagt, Etherfields bisher eine Empfehlung von mir. Ich bin mal gespannt. Wir werden das auf jeden Fall jetzt im Januar noch
ein, zwei, dreimal auf den Tisch bekommen, ich hoffe halt, dass wir es viermal auf den Tisch bekommen, dann sind wir nämlich ungefähr halb durch und so ungefähr nach der Hälfte von so einem Kampagnenspiel kann man dann, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Fazit ziehen und dann wird es auch noch ein Video von mir dazu geben, aber dafür nehme ich mir Zeit. Ne? Das haben ja auch jetzt ein paar Leute gefragt, Rezensionen gibt es ja gerade irgendwie viel weniger bei dir. Ja, das ist meine Zeitfrage. Ich hätte gern 48 Stunden in so einem 24-Stunden-Fenster, da wird man einfach viel mehr schaffen. Ich habe halt gerade noch super viel, was ich heute erstmal spielen muss, deswegen gibt es auch diese ganzen Live-Let's Plays, weil wir es einfach erstmal spielen, auf den Tisch bringen, dann kann ich in so einem Gezockt drüber erzählen, da ja auch immer quasi so eine Mini-Rezension machen und die Rezensionsvideos wird es auch wieder geben. Mein neuer Laptop ist da, das heißt, da werde ich jetzt gleich dieses Video mit schneiden. Ich hoffe, dass es wirklich so viel angenehmer ist als mit dem bisherigen Modell und ich habe auf jeden Fall mega Bock, es scheitert nur gerade an der Zeit, aber es wird noch richtig viel geben, viel Content geben. Auch die Umfrage, die Zuschauerbefragung werde ich auswerten, habe ich schon ausgewertet und ich wollte das erst alles in einem Video machen, aber ich glaube, da kann man auch gut so alle zwei Tage ein Video zu den Top 10 innovativsten Spielen laut euch machen, die tollsten Krimispiele, die schönsten Spiele, sind ja wirklich viele Sachen und das sind teilweise super eindeutige Ergebnisse, manchmal sehr vielfältige, weil ihr durftet ja nur eine einzige Antwort geben. Also mir hat das Auswerten viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr da zahlreich zuguckt, weil das wirklich interessante Ergebnisse sind teilweise. Auch warum manche Spiele in manchen Kategorien genannt wurden, da kann man auch ein bisschen drüber philosophieren. Und in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne den Kanal, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.